Herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brennmeister und der Melli. Hallo! Bei Until Dawn? Wir machen einfach direkt weiter, genau. Und suchen die Decke. Eine Decke. Vielleicht gibt es eine Decke in der Kiste. Oder es gibt was zum Erschrecken. Nein, da gibt's nichts zum Erschrecken. Noch. Ach Quatsch. Gibt's eine Decke, sag ich doch. Oh, mein, hol sie halt raus, kannst du selber. Blowjob. Funny. Zum Mikrofon kuscheln. Ja, ja. Oh Gott, wie gruselig der guckt. Mike? Was ist das? Nix. Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Das ist nur der Bär. Möchtest nicht doch du wieder spielen? Wo war das denn? Hier im Schlafzimmer, oder? Na, natürlich. Immer im Schlafzimmer. Ja, da kommt auch der Schnee. Der Schnee. Hin. Der Schnee. Geh rein. Oh, da liegt was. Da liegt was. Ja, ja, wie schwierig. Ein Handy. Oh. Das hat der Bär zurückgebracht. Dreh's mal. Ich habe gerade ein bisschen Angst, es aus der Hand zu nehmen, weil da passiert was Furchtbares. Ach jo, spielt Musik. Dein Telefon. Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Der wundert sich auch überhaupt nicht darüber. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh, oh, nein, nicht alleine gehen. Was machst du denn? Hey! Was? Ja, Hannah! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Ganz gute Idee. Ganz gute Idee. Tja, ratet mal. Euer Pech. Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau. Wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Also, genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. Sagt 99% der Frauen vor ihrer Entjungferung. Oh, mit der Lampe. Oh Gott. Ja, das war der Bär. Hups. Ich glaube, das war's mit Nummer 1. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Ich glaube, die finde ich am sympathischsten bisher. Auch wenn sie auf eine Berghütte fährt mit Hotpants und Strumpfhose drunter. Das ist eine Leggings. Das sieht man nicht bei den hohen Stiefeln. Achso, das ist wieder so eine verschlossene Tür. Kannst du hingucken? Vielleicht ist sie offen. Vielleicht lauert da der Bär. Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist da das? Ist etwas hinter den Büchern. Wo sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Vielleicht hat Papa Washington gar keine Horrorfilme gedreht, sondern Snuff-Filme oder so. Ja, dann drück doch mal, dann sehen wir es. Was du dir wieder vorstellst. Ja, ja, drück. Ja. Drück. Ich drück doch. Achso, ich muss loslassen. Genau. Ich hab da irgendwie so eine Vorahnung. Ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und... sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Ja, oh mein Gott, du bist endlich mal schlau, Mädchen. Na toll, aber jetzt spiele ich ihn. Guck mal, Kakerlake. Ja, ich finde die aber in Wirklichkeit gar nicht so schlimm, von daher ist es relativ. Und jetzt?
Da liegt was. Ich sag dir, der hat keine Horrorfilme gedreht. Sondern Filme mit seinen Töchtern. Echte Filme. Porträtfotos. Boah! Hinweis entdeckt. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Tja, Das ist ein bisschen komisch. Beschützend oder ehrlich? Ehrlich! Das kann die ab. Ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Was ist denn so für ein hässliches müdes Fenster da hinten? Also von der Grafik bin ich echt... Also die gab es auch schon mal besser. Vor allem auch die Animation und alles. Das haut mich nicht. Ah, Kamera spast. Entschuldigung. Die haut mich halt so gar nicht um. Okay. Gruselige Tür geht auf. Ich wollte mal kurz das Mikro ein wenig rearrangieren. Mach das. Das war nicht zu laut. Schauen wir mal. So, jetzt ist okay. Ich glaube, jetzt kann man durch die Tür gehen. Minste. Mach keinen Scheiß, jetzt von links oder rechts. Warte, kann man da hinschauen? Nein, ich meinte hier im Spiel. Ah, guck mal hier. Ah, da kriegst du noch einen Hinweis. Ja, jetzt geh halt aus. Da, ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Hinweis. 8. November 2013. Dr. C.H. Swaffham, Abteilung für Ethnizität 183. Sehr geehrte Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihren Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite kann man das auch drehen? Ja. Habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr hing beim Geräteschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Ja, das Karma reicht sehr, sehr weit. Wer macht denn solche Notizen? Ich habe wieder diesen Irren gesehen. Werde ab jetzt Buch führen. Das heißt, du musst dann für die nächste... Halt, da durch die Tür durch. Aber ich weiß nicht, ob hier noch was war. Ach so. War. Da kann man, nee, da ist eine Skulptur. Und hier auch nicht, okay. Da ist gar nicht. Nö. Das heißt, für die nächste Notiz muss man dann das besagte Buch finden. Meinst du? Wahrscheinlich liegt es da drin. Notiz an mich. Werde ab jetzt Buch führen. Was haben wir hier? Dein Autobiograf freut sich über sowas. Eine Tür. Ach so, eine Tür. Abgeschlossen. Überraschend. So wie alles hier. Ist da irgendwas? Nee. Ich kann mir auch nicht anschauen. Hier sind ja noch ein paar Häuser. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. In den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Was zum Geier? Ash, was ist los? Lass mich heim! Ashley! Alles ich! Werde... Hi. Gruseliger Clown. Endlich mal ein gruseliger Clown. Spielen wir denn jetzt?
Nein. Schade. Ich glaube, du musst aber gleich reagieren. Nein. Der hat aber auch kein Profil an den Stiefeln. Was ist das denn? Das macht lustige... Nein. Lustige Ballons. Ja, der feiert eine Party. Toll. Dein Freund. Schön ist hier, schön. Da hängt jetzt auch ein Clown. Ja, hab ich bemerkt. Hannibal Lecter. Bei ihm allerdings finde ich die Mimik eigentlich wieder relativ gut. Manchmal. Ja. Bilder von Menschen. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ja, ich weiß so gar nicht, wer ich bin. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antwort oh Gott. Also wir legen jetzt die Reihenfolge fest, in der alle sterben, oder? Ich mag Sam. Ich weiß nicht mehr, wer war. Sie war die mit dem Rock, darum mögen wir sie. Ist sie mit dem Rock? Ja. Glaube ich. Ja, dürfte Sam sein. Einmal wischen. Ja, naja, das ist ja. Definitiv. Der Schwarze, von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben. Ja. Oh, sie. Wobei, die beiden sind eigentlich beide ganz okay. Das stimmt. Aber Ashley finde ich eigentlich... Aber jetzt mal ganz ehrlich, die sieht auch wieder so ein bisschen aus wie Ellen Page, oder? Also. Ellen Page? Mhm. Na gut. Ja, können wir keinen wählen? Nee, geht leider nicht. Mike ist auch der Stecher von der Jessica, oder wie war das? Von der anderen Tussi. Ach, von der komischen... Die mit dem Schwarzen eigentlich zusammen Mike ist. Mike, glaube ich, trotzdem... Ah, okay. Ja, Emily finde ich nicht so gut. Ja, gut. Ja, ihn. Ja, Chris auf jeden Fall. Chris ist nett. Vor allem besser als sie. Mhm. Ja, schau's blöd, gell? Ja. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Die also Rechte. Jetzt war wahrscheinlich dieser, wie hieß er mit der Brille, Mike, oder? Das ist wahrscheinlich am besten weggekommen. Unter anderem, glaube ich. Und aber, die andere, die Ashley. Aber welche ist jetzt unsympathischer? Emily oder ich Jessica? Meine, ich meine, beide total. Aber sie wollte ja noch ihren schwarzen Freund mit dem Kerl da ja, wieder betrügen. Ja, ne? Die ist noch blöder. Ja. Und sie war ja auch die treibende Kraft da bei der Hannah, oder? Ja. Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Nach dir? Fresse! Ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Ja, toll, was wird dann noch da rumstehen beim nächsten Mal? Jetzt haben wir doch alle drei Komponenten. Wir haben Blut, Kakerlaken und gruseligen Clown. Was bisher geschah, war Until Dawn. Aber wer weiß, was noch kommt. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist das denn? Dann finden wir sie erst mit dem Englischen anfangen und es dann auf Deutsch direkt übersetzen. Sis. Oh nein, Schwester. Ja, gut. Hey, Hey, Ich mag Clowns, wusstest du das? Welcher Mensch mag denn Clowns? Ich finde die voll lustig. Status-Update 4, Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgen, oh fuck. Oh, schön. Oh fuck, so ein Fuck. Oh, bitte nicht schießen.
Du machst das schon. Guck mal. Ist ja eine Chart um den, also. Das stimmt. Abkürzung ist hier ein Weg vor. Abkürzung. Jetzt auf einmal. Ja, ja. Da fällt er wieder ins Wasser wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich irgendwas machen dann. Nein. Das war's. Ja, der war eh schon nass. Ja, hier gleich durchs Wasser, man stellt ihn so an. Sollte es die Kreissymbolen mehr kennen, sonst sterben uns die Leute weg. Die Kreissymbol, das war jetzt aber gerade das Viereck. Ja, ich weiß. Macht nichts. Das ist ja nett von dir.